Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich koche heute gar nicht und ich bin auch ganz alleine. Ich will heute in dem Video ein paar Sachen machen, die irgendwie in einer normalen Folge mit einem Gast nicht so richtig Platz finden. Und zwar möchte ich heute mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen nach 2 Monaten Probierma. Wir haben ja jetzt schon heute Folge 42. Dazu gucken wir uns später was an. Dann habt ihr mir Fragen gestellt. Ich habe auf Instagram einen kleinen Aufruf gemacht. Die werde ich heute auch beantworten und auch ein paar Fragen, die unter YouTube-Videos gestellt wurden. Und damit ich nicht gar nichts mache heute in dem Video, mache ich mir selber ein bisschen Eis mit meiner alten Eismaschine. Das zählt natürlich nicht zu den Rezepten im Buch, aber wir haben ja gestern 6 Rezepte gemacht, da kann ich mir das heute mal leisten. Heute mal keins, heute nur für mich ein bisschen Eis. Und noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, ist eine neue kleine Partnerschaft. Ihr seht das hier vor mir schon aufgebaut. Es geht um Produkte von der Firma Byodo. Byodo fand meine Videos cool und hat mir ganz viele Sachen zugeschickt, die alle aus 100% Bio-Zutaten hergestellt wurden und auch komplett nachhaltig. Das heißt, ab heute ist es bei mir in der Küche, wenn es um Öl, Essig, Salz und Tomatenmark und solche Sachen geht, 100% Bio. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank an Byodo. Ich freue mich sehr, ab jetzt mit diesen Produkten in meinen Videos zu kochen. Jetzt kommen wir aber erstmal zur ersten Frage und die wurde mir auf Instagram gestellt von M2202F und er fragt, warum war der Kuchen flüssig? Ja, ich kann das ja gerne nochmal einblenden. Wir haben einfach zu viel Flüssigkeit in das Ding gekippt und die wollte am Ende nicht mehr raus. Phil Z fragt, wie heißt denn dieser Typ nochmal, den du immer einblendest? Das ist Teddy. Teddy Teklebran. Genau, genau. Ja. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingskomedien. Deswegen benutze ich den auch so oft. Ich verlinke mal seinen YouTube-Kanal unten in der Beschreibung. So, fangen wir jetzt mal an mit dem Eis. Die Eismaschine habe ich schon ewig. Die habe ich damals 2005, als ich meine erste Wohnung in Lübeck hatte, bekommen. Und die habe ich damals auch ein paar Mal benutzt, aber seitdem steht die eigentlich nur rum. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Sie ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch das Rezeptbuch, was dabei ist, ist... Naja, also ich möchte heute ein Erdbeereis machen. Waschen Sie die Erdbeeren. Damit fangen wir an. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar hat Hussein Filming auf Instagram geschrieben. Prognose. Unterschiede in deiner Küche, wenn man Tag 1 mit dem letzten Video, Tag 365, vergleicht. Wahrscheinlich habe ich am letzten Tag ein paar mehr Flecken an der Wand. Das Ganze ist sowas von vergessen. Oder die Wand ist einfach ein paar Zentimeter dicker, weil ich das immer wieder überstreiche. Vielleicht stehen dann sogar hier noch ein paar mehr gesponserte Lebensmittel rum. Das wäre doch cool. Das heißt, wenn das hier irgendwer sieht, der irgendwie mit Lebensmitteln zu tun hat, oder vielleicht sogar ein Supermarkt, der mir Lebensmittel sponsern möchte, meldet euch gerne. Ich glaube, sonst wird alles relativ gleich aussehen. Ach so, was ich noch sagen wollte zu den Byodo-Produkten. Ich kriege von Byodo kein Geld, genauso wie von Tupperware kein Geld, sondern nur die Produkte. Nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Kommen wir mal zu der Zwischenbilanz. Wir haben am 1. Mai angefangen mit Folge 1. Heute sind wir schon bei Folge 42. Am Montag ist der 1. Juli, das heißt, 2 Monate haben wir schon geschafft. Wir gucken uns ganz kurz mal ein Tortendiagramm an. Genau wie bei Schlag den Raab. Hier könnt ihr sehen, es sind schon 57 Tage vergangen und wir haben noch 308 Tage vor uns. Und auch mit einem Blick auf die Rezepte sehen wir, das sieht ähnlich aus. Wir haben schon 83 Rezepte gekocht und noch 441 übrig. Wenn wir uns jetzt mal beide Diagramme nebeneinander angucken, dann seht ihr schon, das sieht ziemlich gleich aus beides. Obwohl der blaue Teil bei den Rezepten noch ein kleines bisschen größer ist. Und das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir machen ja manchmal nur ein Rezept pro Video, manchmal, so wie gestern, sogar 6, aber meistens so 2 oder 3. Und das gleicht sich dann so aus, dass wir, wenn wir in dem Tempo weitermachen, am Ende des Jahres genau hinkommen sollten. Das sieht alles ganz gut aus, aber ich kann euch sagen, es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Also für mich gibt es eigentlich gerade nichts anderes als dieses Projekt. Ich bin aber jedes Mal wieder extrem motiviert, wenn ich Kommentare von euch lese oder wenn Leute mir schreiben, wie geil sie irgendeine Folge fanden oder so. Immer wenn ich sowas lese, bin ich wieder auf 180 und will sofort weiterschneiden, sofort weitermachen, neue Ideen, neue Gäste. Es macht mir auf jeden Fall noch richtig viel Spaß. Und passend dazu kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar schreibt Kiffer LOL, voll der geile Kanal, warum nur so wenig Abos? Tja,
Ihr seid diejenigen, die das ändern können. Also teilt gerne alle Videos, schickt es an Freunde, abonniert, kommentiert das ganze Programm. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Erdbeereis. Und zwar sollen wir jetzt 200 Gramm von den Erdbeeren zusammen mit dem Zitronensaft und der Milch pürieren. Ja, ich glaube, da ist nichts Großes mehr drin. Schlagen Sie das Eigelb. Schlagen Sie die Sahne. Mischen Sie alles gründlich durch. Wow. Heutzutage gibt es bestimmt schon viel modernere, geilere Maschinen, oder? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich sage ja, sie ist schon ein bisschen älter. Es dreht sich und jetzt füllen wir das ganz schnell da rein. Oh. Und jetzt soll das circa 30 Minuten dauern. Wir können in der Zeit noch die letzten Fragen beantworten. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich habe aber leider nicht mehr so richtig gute Fragen, sage ich mal. Ich dachte ja, ihr fragt sowas wie, welches Gericht war am leckersten oder welche Folge hat am meisten Spaß gemacht. Kannst du mal die Küche von der anderen Seite zeigen? Irgendwie sowas. Aber die Antworten bleiben euch heute alle verwehrt. Selber schuld. Ich beantworte die Fragen, die mir gestellt wurden. Zum Beispiel hier von magst du Eiersalat? Ja. Melle Popelle schreibt, warum bist du so eine geile Sau? Wann kochen wir denn mal Melle Popelle? Simon Blago fragt, Penis? Antwort: Ja. Dann hat sich La Schneebiel auch über Instagram gemeldet und gefragt, wann darf ich wieder kochen kommen? Ich habe noch keine Folge für morgen. Wie wäre es mit morgen? Wir kochen morgen. Abgemacht. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die ist auch über Instagram reingekommen. Und zwar: Kalle Trollt You schreibt, Schinken. Schinken. Also, wenn ihr da draußen irgendwie coolere Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Oder schreibt mir eine E-Mail. Machen ja auch noch Leute. Oder am einfachsten kommentiert einfach unter diesem Video oder unter irgendeinem Video von mir. Ich werde das auf jeden Fall alles sehen. Und dann beantworte ich in einem der nächsten Videos vielleicht eure Fragen. Also es sind jetzt schon 35 Minuten vergangen inzwischen. Und es ist noch nicht viel fester geworden, glaube ich. Ich glaube, ich warte einfach noch ein bisschen, bis es nicht mehr so flüssig ist. Wie immer eigentlich. 20 Minuten später. Hier steht 30 bis 40 Minuten soll das hier drin sein. Vorne im Buch steht kein Rezept länger als 50 Minuten drin lassen. Es war jetzt 52 Minuten drin. Es wird aber auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob ich die Schüssel nicht lang genug gekühlt habe, aber eigentlich schon. Oder ob das Ding einfach nur zu alt ist und nicht mehr richtig funktioniert. Ein paar Bröckchen sind drin, also es hat angefangen kalt zu werden. Machen wir mal ein gewohntes Bild. Probier mal. Oh ja, lecker Eis. Also es schmeckt nicht schlecht. Es ist wie ein Milchshake, der ein bisschen zu lange in der Sonne stand. Aber naja, darum ging es ja auch nicht in dem Video. Wir sehen uns morgen und dann kochen wir wieder was Richtiges. Morgen mit Schneebiel um 18 Uhr. Bis dann.